So, damit haben wir jetzt erstmal alle Leute ausgebildet. Wie sieht's aus? Mitarbeiter Bonzen. Einrichtung natürlich grottig. Mitarbeiter sind bei 54%, Pizza bei 73 und Geld bei 100. Aber ich glaube, so eine schlechte Bewertung haben wir jetzt gar nicht mehr. Also wir sind vielleicht nicht mehr bei 80 oder so, was wir letztes Mal hatten, sondern vielleicht nur noch bei 60. Was ist das denn hier? Ist das ein Bildfehler? Schauen wir mal. Naja, kann ein Bildfehler sein, kann es auch nicht. Wir müssen halt warten, bis der Tag vorbei ist, damit wir wirklich hier was reisen können. Hey! Ach, wir folgen. Wir verfolgen dich mal. Wo fährst du hin, die Pizza ausliefern? Dir geht's wirklich zu Fuß. Oder hast du Feierabend? Nee, der... Doch. Feierabend hat er eigentlich nicht. Was machst du? Warum machst du Pause? Pause wäre richtig komisch. Erstmal habe ich gesehen, dass Pause ist. Bei Mitarbeiter. Wir haben ihn genau entdeckt, als er gefaulenzt hat. Was wir auch mal machen können. Kostet, glaube ich, nicht so viel. Wie kostet das mal? Wie viel kostet das? Die Wachen ausbilden. Okay, 20.000. Ah, Hauptquartier können wir nochmal ausbauen für 20.000. Oh, der ist auch gesteigert, der Typ. Aber wir gehen natürlich eher auf die Einrichtung jetzt. Deswegen ist es noch wichtig, dass sie viel Geld machen. Mal was anderes zu sehen, als die ganze Zeit zu hoffen, dass wir die Ziele schaffen. Chile, genau. Da schreibt man ein bisschen anders halt, ne? Einmal das Land schreibt man mit CH und Ziele schreibt man mit Z. Und ohne E. Doch ein E. Ja, oh Gott. Warum rennt er zu dem an, der die meisten Sterne von den Leuten hat hier? Wir haben nur 20.000. Da sind wir mal gespannt. Die haben ja auch irgendwie so erst Feierabend. Oh, doch noch geschafft. Saustark gemacht. Die wurden alle noch bedient. Das ist sehr gut. Okay, hier die nicht. Ich glaube, das ist aber ihre Pizza, die da gerade kommt. Oder seine Pizza. Oder die Pizza für sie. Ja, die beiden gehen dann ohne Bestellung. Na, ohne Bedienung. Und das ist nie gut, wenn Leute gehen ohne bewirtet zu werden. Wir haben wieder 30.000 gemacht. Wir haben bis 3 Uhr offen, ne? Jawohl. Bin mal gespannt. Um 12 Uhr machen wir ja hier die April. Wow. Eine Schule! Eine Schule neben der Schule. Geil. Könnt ihr entscheiden, ne? In welche Schule gehe ich jetzt heute? Oh, ich gehe heute mal in die linke Schule. Oh, ich gehe heute mal in die rechte Schule. Ja, heute gehe ich gar nicht in die Schule. Weil wir haben ja noch eine Bar hier. Eine Bar, zwei Schulen. Ein Kaufhaus, ein Büro, wir haben alles hier. Also es ist mittlerweile ein guter Magnet geworden, dieser Punkt hier. Deswegen wollte ich ja gerne jetzt ausbauen. Nicht ausbauen, sondern... Obwohl, ausbauen könnte man eigentlich auch, ne? Kostet nicht so viel. 3.000. Größer Gastraum, größere Filiallager mit besserer Kühlung, Platz für mehr Öfen, größerer Einflussbereich. Die 3.000, ne? Plus an die Einrichtung. Dafür sind aber die Mitarbeiter dann an sich zu wenig. Wenn man bedenkt, wie groß hier so groß ist, dann die nächste Ausbaustufe. Deswegen werden wir nur die wir müssen jetzt nur noch zwei Tage, noch nicht mal zwei Tage warten mehr. Sondern nur noch einen ganzen Tag. Och, habe ich doch verrechnet. Quartal, Ende, Quartal 4, okay. Okay. Ist dann halt so.
Auch immer, dass wir jetzt genug Geld haben. Wenn der Tag vorbei ist, damit wir zumindest mal eine Fiale noch einrichten können. Weil wir beide schaffen wir auf jeden Fall nicht. So, wie viel geht ins Minus? 6. Eiskalt macht fast 20.000. Aber ist in Ordnung. Wir können es uns auf jeden Fall leisten, eine Filiale jetzt mal dann neu einzurichten. Das schaffen wir dann. Okay, wir machen jetzt auch richtig wieder bloß. Vielleicht schaffen wir doch sogar beide. Hm, wer weiß, wer weiß. Aber wenn die Mitarbeiter natürlich Feierabend machen, dann geht nochmal Geld weg. Das ist, glaube ich, nicht gerade wenig, ne? Mitarbeiter kostet hier nichts. Geil, kostenlose Mitarbeiter. Ach, wir haben gleich schon wieder Plus erreicht. Also eine Pizza und wir sind im Plus. Moment. Da ist die Pizza. Ihre Pizza. Ist jetzt im minimalen Minus. Jetzt sind wir sogar auch Plus. Hier sieht es aus, als ob wir sind ja schon im Plus. Wir haben 40.000. Also das, was wir eigentlich abgezogen haben, haben wir innerhalb von noch nicht mal 2 Stunden wieder aufgebaut. Also hier... Was? Ich bin da mit nichts zu tun damit. McPizza hat aufgegeben. Ja, okay, wenn man die Zahlen bedenkt, der war eigentlich nur... Die Fürchecks, warum Orange eigentlich noch da ist, der macht eigentlich den schlechtesten Umsatz. Das ist jetzt echt ein Wunder, dass der da wirklich pleite gemacht hat. So, die Pizza haben, essen. Die komplette Einrichtung. Sie haben ein neues Missionsangebot wird jetzt verkauft. Erhalten. So, kaufen Sie ein beliebiges Gebäude, Lagerhaus. Nächste Fialwerbung ist kostenlos. Solange wie Sie will laufen lassen. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Die arbeitet sogar noch hier. Fatman! Bedient den Fatman! Er hat sogar eine negative Haltung zu uns. Bedient den Fatman! Ja, ich glaube, die Pizzas sind. Okay, jetzt hat er deutlich mehr Auswahl. An Pizza. Ja, der muss doch raus. Auch der rote bereitet sich auch neues Missionsangebot erhalten. Ohne Bewirtung verlassen. Ach, wir lehnen mal ab. Keine Einrichtung mehr. Perfekt. So, 3 Sterne. Modern. Großer Ofen. Kostet uns. Ja. Perfekt. So, dann kommt der zweite Ofen noch hier rein. Zack. Mal gespannt, wie viel Geld wir noch machen können. Weil geldmäßig dürfte es eigentlich passen, dass wir das. Die andere Fälle auch noch was. Wir hatten 50.000 knapp. Und sind jetzt ungefähr auf ja, die Hälfte runtergegangen. Und nur eine Stunde zur Bewirtung haben wir. Plus verkaufen. Fatman kriegt nichts zu essen. Ich habe gesagt, den Fatman bedienen. Wo stellt ihr schon hin? Ja, okay, egal. Das sieht zumindest jetzt ordentlich aus, nach einer richtigen Pizzeria. Am Ende dann doch geschafft. So, bitte. Ja, aber erst warten wir mal. Soll auch Geld haben. So, Einrichtung mal komplett verkaufen. Wir können ja gegebenenfalls auch ein bisschen günstiger einrichten. Ist ja nicht so, dass wir gar nicht einrichten können. Und die arbeiten, glaube ich, bald schon wieder, ne? Neun. Ja, um 9 fangen die wieder an. Werden sich aber wundern, dass alles komplett eingerichtet ist. Und wir müssen, da ist noch der letzte Tag. Dann auch noch, oh. So schnell wie möglich, modern. Passt perfekt. Weil bevor die uns hier auch jetzt angreifen, das wäre jetzt überhaupt nicht gut, wenn sie genau jetzt, wenn wir gerade keine Wache drin haben, uns angreifen.
Das wäre überhaupt nicht gut. Also noch sind wir nicht ganz durch, ne? Also 17 Stunden müssen wir durchhalten noch. Achtmal fündig. Jetzt sind wir der aktuelle Günstling. Bitte sehr. 81 Punkte? Warum ist denn der Chef bei uns, der oder er so hart zu uns? Gourmetstern. Ziemlich hart. Also Gourmetstern kriegt er keinen. Okay. Wann kommt die Wache? Muss die Wache überhaupt hinlaufen? Ja, die eine Wache wird hier ganz normal geradeaus weiter latschen. Das ist meine Wache. Bellavu. Ja, der wird geradeaus latschen. Ah, der hat bisher einen Kurier abgeschirmt. Der hat mal einen Kurier bei uns? Der auch. Also wir hatten einen Kurier, der wohl versucht hat, uns anzugreifen. Hat aber nicht funktioniert. Oh, hier müssen wir auch nochmal den zweiten Ofen reinpacken. Das Coole, was ich letztes Mal hatte, als wir damals Frankreich gespielt haben, wir hatten eine bessere Einrichtungsbewertung bei Bonzen, bei moderner Einrichtung als bei edler Einrichtung. Ich weiß nicht warum, aber okay. Ist dann so. Und wir sind wieder mit einer Wache bei uns in der La Crotta und hier auch jetzt in der Balvue. Wieso klingt mit die unsere Pizzeria französisch, wenn wir in Italien sind? La Crotta geht doch einigermaßen noch, obwohl es auch nicht gerade der schönste Name ist. Jetzt müssen wir nur Musikmatch ändern. Wir sind auf Jazz. Okay, geht eigentlich. Gehen wir hier auch mal auf Jazz. Der hört Schlager. Radio. Das hört schon Klassik an. Manche Sachen bin ich ja relativ selten am Hören von der Musik hier. Ich habe meistens so Jazz, Rock, Klassik und Schlager drin mal ab und zu mal. Das ist, glaube ich, dieses Mediatekl, so wie das hatte ich auch mal kurze Zeit mal drin. Nicht bei uns, aber jetzt italienisch. Schlager. Naja. So, ich glaube, die Leute wundern sich alle, dass auch immer hier die beste Einrichtung ist. Wir haben noch 11 Stunden. Dann haben wir es. Natürlich werden wir vorher nochmal speichern, bevor es dann in die nächste Stadt geht. Weil dadurch, dass wir jetzt die beiden Wachen wieder drin haben bei uns, ist auch alles wieder in Ordnung. So, wir machen mal Image. Wir sind gemütlich. Gute Einrichtung, gutes Personal. Können wir jemanden verunglimpflichen? Ja. Der ist bei den Teens und Kids nicht so beliebt. Und bitte, gib ihm. So. Dann reist wieder der Zeppelin durch die Stadt. Ich glaube, der muss jetzt aufgepumpt werden. Wenn überhaupt. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert mit dem Zeppelin. Auf jeden Fall, irgendwann fliegt er hier rum. Ich glaube, ich höre ihn sogar. Aber man hört ihn normalerweise. Der macht immer so... Aber scheinbar ist er diesmal nicht da. Oh, die Filialbewertung ist gar nicht mal so übel hier. Von allen ungefähr in etwa gleich. Welche Mitarbeiter habe ich jetzt ausgewählt? Ach, der. Ja, okay, wir können die nochmal ausbilden, den restlichen Tag. Orange kann sie, muss ich mal sagen, gegen die
Oben macht von Rot und Gelb sich eigentlich gut durchsetzen noch. Aber der kann zumindest ein bisschen mithalten. Wir haben immerhin ja zwei Stück. Handfialen. Weil er die ganze Zeit ja nur eine gab. Deswegen, gute Arbeit von Orange, ne? Ist noch nicht weitergegangen. Der andere, der sich dann mal ausgebreitet hat, mit zwei, glaube ich, war das. Der ist schon weitergegangen. Oder hat natürlich jetzt einen Punkt gefunden, wo halt der meine Kundschaft mit ein bisschen runterzieht, mitzieht. Die bei mir keinen Platz finden. Also Gesundheit ist jetzt top. So, ein bisschen die Köche noch ein bisschen ausbilden. Ich muss sagen, die Musik habe ich damals von Anfang an runtergestellt. Ich glaube, man hört die gar nicht so gut, aber naja. Das ist dann leider so. Obwohl ich gar nicht daran erinnern kann, dass ich die runtergestellt habe. Aber ich glaube, ich habe es auf jeden Fall mal. Ui, was ist denn da los? Alle Leute bei mir im Raum. Ja, das muss hier auch besser werden. Feierabend. Ja, die haben jetzt auch etwas Zeit von ihrem Tag, ne? Also, wenn man da die Schicht bedenkt, von 18 bis 3 Uhr, kommen nach Hause, gehen vielleicht um 4, 5 Uhr ins Bett und müssen schon wieder meistens so um 12 Uhr aufstehen. Die haben eine richtig doofe Schicht. Genau die um 12. Bis 21 Uhr, bleibt bis 24 Uhr wach. Ja, der hat auch keinen guten Tag. Was wir auch mal ausprobieren können, aber ich glaube, ich mach's doch nicht. Ist mir halt ein bisschen zu gewagt. Ist zum Beispiel von 0 bis 9 und von 15 bis 24 Uhr mal aufzumachen. Da hätten wir aber nur eine Stunde, drei Stunden, wo sauber gemacht werden kann. Und das wäre, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Ich bin mir aber da nicht sicher ganz. Aber es ist mir halt ein bisschen zu, doch ein bisschen zu riskant, das zu machen. Wir schaffen es doch nochmal alle Leute auszubilden. Oder? Bevor der den Text sagt, dann haben wir noch 4 Stunden. Weil unser Hauptquartier ist gesichert durch eine Wache. Unser Lager, okay, das greift man sowieso nicht an. So viel kann man das nur mit einer Bombe angreifen und dafür braucht man Hauptquartier 6. Nein! Nein, 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 du gehst wieder zurück. Und ich glaube, das hat ja sowieso noch keiner. Selbst 4 haben wir noch nicht mal. 6. Okay, hier haben wir. So, wir sind abgeschlossen mit der Ausbildung. Wir haben noch 3 Stunden. Da gucken wir uns mal ein bisschen in Rom rum. Das ist ein kummiger Fluss. Geht daher, dann hierher und dann da weg. Dafür, dass ich da eine Filiale bauen wollte. Da ist er! Hier könnte ihre Werbung stehen. Rom im Dunkeln. Naja, wir gehen mal in unser Restaurant wieder. Wenig los um diese Uhrzeit. Merkwürdig. Dafür ist hier umso mehr. Läuft ja. So, die letzte Stunde betrachten wir dann Rom von komplett außen. Ich bewege dann in dem Moment wirklich da die Maus nicht mehr. Mal gucken, ob wir nochmal. Okay, ja, Hauptquartier ausbauen bringt da wieso nichts mehr. 4 Stunden Ausbau, wir haben nur noch eine Stunde. Das Lager ausbauen. Dauert 3 Stunden. Aber bessere Kapazität, bessere Kühlung, geringe Transportkosten. Ach komm. Es wird zwar nicht fertig werden, bis wir fertig sind, aber wir haben es zumindest gebaut.
Fertigstellung. Erstes Quartal 2010. Wir sind schon 2010. Das heißt schon, wenn man überlegt, in echt sind wir 2017. Oder 18. Kommt doch an, wann ich aufnehme, wenn ich das hochlade. Alle Kampagnenziele erreicht. Tada, wir haben es geschafft. Was ist denn hier los? Sie hatten im letzten Jahr die beste Filiale der Stadt. Ja, das kommt auch noch richtig passend. Ne? Wir sind gerade fertig und dann kommt das. Was hier? Ja, wir können die Stadt verlassen. Aber erstmal natürlich speichern wir. Damit man, falls irgendwie was mit der nächsten Aufnahme am Anfang relativ noch schief läuft, komplett neu anfangen. Also direkt hier laden und dann direkt in die nächste Stadt gehen. Ein kurzes Telegramm wies sie an, sich in den nächsten Flieger nach Sydney zu setzen. Was ist denn mit dem Chef los? Nach derart sauberer Arbeit in der Wiege der Pizza nun plötzlich in diese kulinarische Wüste? Alles klar. Der Konkurrent hat aufgegeben. Haha, Achtung, das ist orange. Ja, das ist orange, der aufgegeben hat. Da haben wir noch schön am Ende der Folge fast noch gelobt, dass er durchgehalten hat. Und dann hat er doch nicht durchgehalten. Naja, es geht danach. Sydney. Australien erwartet ihre Pizza. Der Markt ist allerdings fest in der Hand der Fastfood-Ketten. In diesem Bereich haben sie keine Chance. Finden sie neue Wege und bringen sie den Australiern die klassische Pizza und die gemütliche Pizzeria nahe. Ach so, statt der liest weiter. Deshalb besteht die Geschäftsleitung auch darauf, dass die Filialen hauptsächlich in rustikalen Stil eingerichtet werden. Ja, das ist an sich, dürfte das nicht schwer sein. Das werden wir aber dann erst in den nächsten Folgen sehen, dann, wenn wir dann in Sydney sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch in Sydney dabei seid. Halt bis dahin. Ciao.